Ja, meine Damen und Herren, die 8. Begegnung hier mit Troy und damit herzlich willkommen zur Spezial-Demo-Version von Omega, Rubin und Alpha Saphir. Ja, wir sind im fröhlichen, heiteren Moosbach City immer noch und ich habe so ein bisschen gespoilert bekommen und schon mächtig Resonanz für meine anderen zwei Videos, die ich bereits hochgeladen habe. Das freut mich sehr und so machen wir weiter mit dem 4. Video und der 8. Mission. Ja, dann brechen wir zum neuen Abenteuer auf, aber gucken wir uns erstmal die Geschenke vielleicht an, die wir schon auf die Vollversion übertragen können. Natürlich unser Firmenmonter, ein Pokéball-Set und ein Heilball-Set. Ich denke, die zwei letzteren Sachen werden uns vor allen Dingen mehr am Anfang helfen und Firmenmonter vielleicht irgendwann mal im Verlauf des Abenteuers. Lass uns aufbrechen! Wunderbar. Wir suchen also ein Pokémon. Dann suchen wir es doch. Ach ja. Dann suche bitte nach dem Inico, das sich irgendwo auf dieser Insel aufhalten müsste. Was übrigens auch immer komisch ist, ist, dass es hier zwar viele Trainer gibt, gegen die wir kämpfen können und so. Aber leider muss ich auch feststellen, die Erfahrungspunkte bleiben nicht erhalten. Ja, das ist äußerst ärgerlich. Also, hier sieht man Firnondor. Die Erfahrungspunkte sind alle resettet worden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hätte mich jetzt eher gefreut, wenn die Erfahrungspunkte auch bestehen bleiben. Zumindest mal bei Firnondor. Im Prinzip brauchen wir ja nur Inico suchen. Und zum ersten Mal sehen wir auch Volbeat. Bis jetzt haben wir das ja noch gar nicht gesehen. Und da ist Inico. Sophie! Dann wieder zurück. Deswegen mache ich jetzt auch keine Pokémon-Kämpfe. Ich will euch einfach nur zeigen, dass ihr die Demo bis, glaube ich, zur 10. Mission spielen könnt. Und danach hat Troy einen Lamus-Alzheimer-Anfall und sagt er, Moment mal, die wievielte Begegnung war das jetzt eigentlich? Naja, okay, mehr ein Phlegmon als ein Lamus, aber was soll's. Ja, und jedes Mal, wo wir diese Screens sehen, da fällt das Warten doch einem schwer, oder? Meine Güte, es dauert noch so lange. Das wird sich wie Kaugummi ziehen. Wunderbar, es gibt wieder neue Personen in Moosbach City, die sicherlich aus ihrem Leben erzählen wollen. So, dann schieß mal los. Es dauert extrem lange, bis sich die Demo resettet. Also das ist mir jetzt auch übrigens schon mal aufgefallen. Wunderbar, die 9. Begegnung. Jetzt müssen wir vielleicht mal gucken, wer gerade hier so noch aufgetaucht ist. Das wollen wir natürlich auch noch wissen. So, da ist die mit dem weißen Felsen. Meine Güte, ich würde ja gerne ins Raumfahrtzentrum. Ach, du bist neu. Die Show vorhin war mein letzter Auftritt als Schauspielerin der Serie Höhenranger. Ab jetzt geht für mich ein neues Leben los, das ich voll und ganz den Pokémon-Wettbewerben widmen werde. Und zu sagen. Und zwar zusammen mit meinen netten Pokémon. Meine Güte. Mich würde es ja freuen, wenn wir jetzt in meinem Beutel irgendwie zumindest mal ein paar Bälle haben würden. Aber nein, wir haben keine Bälle, wir können keine Pokémon fangen. Und ich kann Gewaltro und die ganzen anderen Mega-Pokémon auch leider nicht auf die Vollversion übertragen, was mich doch ein bisschen stutzig macht. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Vielleicht klappt es ja beim 10. Mal. So, was gibt's denn? Gut, dann müssen wir die jetzt wohl doch wohl oder übel besiegen. Ich meine, es ist so ein bisschen wie Mystery Dungeon im Moment. Also man kämpft immer gegen Trainer oder findet dann neue Pokémon, die man herausfordern muss. Oder man sucht halt eben Pokémon im hohen Gras. So, und das ist der liebe Schnösel.
So, Frosty kommt in Kampf. Eises Odem ist übrigens eine Attacke aus der 5. Generation, die ich persönlich immer noch nie gesehen habe. So lernt man auch neue Attacken kennen. Und der liebe Schorsch ist besiegt. 3480 Poké-Dollar, die ich nie verwenden werde. Mich würde es ja mal interessieren, wo das bitte denn sein soll. Ein Geradax. Auch das sollte kein Problem sein. Es ist einfach so ein Riesenunterschied, wenn ich mich zurückdenke an die 3. Generation. Das ist einfach so ein riesengrafischer Unterschied, wenn man das alles im XY-Style sieht. Das will man gar nicht wahrhaben. Ich finde es übrigens cool gemacht, dass es alles so ein bisschen angewinkelt worden ist. Man werft also die Pomo nicht mehr mit einem geraden Bildschirm im Prinzip in den Kampf hinein, sondern etwas angewinkelt. Es sieht also wirklich so aus, als würde man genau in diesem Winkel werfen. Das finde ich passt ganz gut. Schon wieder Geradax. So, das genügt. Ja, ich würde mal sagen, ich habe alle Trainer besiegt, ne? So, beim 10. Mal gibt es hoffentlich den Preis. Ich will nämlich noch irgendwas haben. Also wir haben bereits 3 Sachen bekommen. Ich glaube, nach dem 5. Mal haben wir das Halber-Set bekommen. Ich bin mir gar nicht mehr mal so sicher. Ich bin gestern extrem lange wach geblieben, um euch die Videos pünktlich hochzuladen. Das haben andere nicht gemacht. Die haben sich gedacht, die pennen lieber aus. Also, ein wahrer Pokémon-Fan macht die Nacht durch. Ach je, ach je. Mittlerweile haben wir sie ja schon 3000 Mal gesehen, gefühlt, die bewegten Bilder. Ich will mehr als 16 Dekorationen in meiner Geheimbasis. Hoffentlich kann ich 50 Dekorationen oder so nehmen in meiner Geheimbasis. Dann werde ich ein riesen Labyrinth draus machen, das ihr nicht überwinden könnt. Noch ein Durchgang und du kannst ein Herzschuppenset über Pokémon Link versenden. Ha, 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 dann auf! So, kriegt er wieder Alzheimer, oder? Weil mir wurde gesagt, er kriegt irgendwann Alzheimer. Der liebe Troy. Dabei ist doch er so stahlhart. Wie kann er Alzheimer bekommen? Das passt gar nicht zu ihm. Die 10. Begegnung. Gut, wahrscheinlich wird er danach sagen, wie viele Begegnungen haben wir eigentlich? Lass uns aufbrechen. Cool, nochmal eine Herausforderung schreiben. Und diesmal ist es nicht von dem älteren Herrn. Das scheint wohl dann doch nochmals interessant zu werden. Weil die anderen Missionen waren so langweilig. Aber dieses Herausforderungsschreiben, ich habe irgendwie das Gefühl, der Trainer könnte auf Augenhöhe sein. Ja, bereite dich gut vor, aber wie? Mein Pokémon sind doch alle topfit. Wie soll ich mich vorbereiten? Okay, es handelt sich nicht von dem Mann neulich. Da sind wir mal gespannt. Darüber hinaus hast du auch noch meinen großen Bruder Theo bald in den Kampf geschlagen. Ich möchte ebenfalls Zeuge deiner Stärke werden. Mein Name ist Ignmar. Und ich bin nicht einfach zu besiegen wie mein Bruder. Gut, hat er wahrscheinlich wieder Hariyama. 4 Pokémon. Oje, oje. Wir fangen mit Frosty eigentlich mit dem super tollen Zug an. Ich hab's fast gerochen. Ich hab's fast gerochen, dass es nicht einfach wird. So, ich werde nicht die Mega-Entwicklung spielen. Weil ich kann nur einmal die Mega-Entwicklung spielen. Jetzt wäre es definitiv unklug. Wir müssen Aqua-Haubitze sofort losmachen. Komm, das muss einfach reichen. Perfekt.
rohe Gewalt gegen diese Pokémon. Gewaltroh. Das nächste Pokémon ist Sumpex. Also wird die Mega-Entwicklung wohl bei Frosty sein. Ey. Beam! Es wäre natürlich toll, wenn es Level 41 auch beibehalten würde, aber nein, das tut's ja nicht. Ich muss nochmal erwähnen, die Rückenansicht von Firmontor ist nicht gut gelungen. So, jetzt gibt's erstmal Eisesrotem. Bam, One-Hit-KO bei Gewaldroh. Nee, ich will nicht wechseln. So, er hat Sumpex. Ich könnte natürlich auch auf Gewaltroh wechseln. Da hätte ich noch einen größeren Vorteil. Aber eigentlich müsste zweimal Eisesrotem reichen bei Sumpex. Och, wie intelligent. Du willst nur, dass ich kein Level Up bekomme. Ich wusste's. Irgendwie habe ich es ja fast gerochen, ne? Das erste Pokémon von mir ist mal K.O. Ja, noch ein Volltreffer obendrauf. Ja, dann muss ich halt wohl Gewaltroh in den Kampf schicken. Machen wir mal Fauna-Statue. Bing! Das ist natürlich ärgerlich. Gut, dann machen wir halt eben Laubklinge. Sollte wohl bei dir auch reichen. Meine Güte. Der Kampf ist ganz schön spannend. Woher wusste ich, dass er Hariyama nochmal hat? Ich behalte es bei. Boah, klar. Hab noch ein überlegeneres Level. So, Mega-Entwicklung kann ich nicht mehr spielen. Die habe ich nämlich schon gespielt. Ich muss gucken, wie viel der Irrbeerwurf abzieht. Hoffentlich viel. Genau. So, jetzt kann ich nämlich vorne eine Statue loshauen. Das hat nicht gereicht! Zwei Spumbon K.O. Ja, der Kampf zehrt. So, Kampf-Pomon gegen Kampf-Pomon. So, dann machen wir Schlitzer und dann war es das hier. Und einen haushochleveltechnischen Gegner besiegt hier. Das war auch nicht einfach. Das war wirklich nicht einfach. Da braucht man wirklich Erfahrung im Pokémon-Training. Ansonsten kann man gegen den Gegner durchaus verlieren. Auch mit vier Pokémon. Wunderbar. Der Kampf war nochmal richtig spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zum Abschluss der Demo gibt es dann anscheinend auch nochmal... Entschuldigt gerade den kleinen Lag. Zum Abschluss der Demo gibt es dann auch nochmal hier einen sehr spannenden Kampf. Also den solltet ihr nicht verpassen. Ja... Wie gesagt, wir bekommen auch nochmal ein Herzschuppe-Set. Und ich denke auch, das ist eigentlich schon fast der Punkt, wo ich sagen muss, wenn der jetzt Alzheimer bekommt, das rentiert sich ja dann nicht mehr. Was bekommen wir nach dem 15., was nach dem 20. Mal? Das werde ich alles dann wahrscheinlich eher offscreen machen. Mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwas bekomme. Sicher bin ich mir nicht. Kann ja sein, also es wäre ja übertrieben, wenn man dann 80 Sachen bekommt. So, jetzt können wir. Jetzt können wir das Herzschuppe-Set nehmen. Und jetzt steht da auch ganz klar und deutlich: Danke fürs Spielen der Spezial-Demo-Version. Das heißt, an dem Punkt ist jetzt Schluss. Du kannst sie noch weiter nutzen und dich schon darauf freuen, Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir zu spielen, die bald über den Nintendo eShop im Handel erhältlich sein werden. Das heißt wohl, es wird wohl hier, sag ich mal, fertig sein. Wir können uns sonst nochmal was angucken. Aber ich glaube da nicht, dass da jetzt irgendwas noch Neues kommt. Es war ja auch schon echt viel, muss man sagen. Jetzt hat er Alzheimer. Jetzt bist du ein Flagmon. Wenn du doch mit deinem Herzschuppen dein Gedächtnis wiederherstellen könntest. So.
Also, mal gucken. Wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen jetzt einfach mal so währenddessen ein Fazit, denke ich. Es gab viel neuere Sachen zu sehen, die noch nicht so lange bekannt waren. Ich fand es ein bisschen schade, dass man von der Demo eigentlich schon relativ viel vorweggenommen hatte. Also man hätte jetzt zum Beispiel nicht unbedingt die Screens zeigen müssen von der Demo. Das fand ich jetzt nicht persönlich so dolle von Nintendo, aber okay. Ja, es wäre vielleicht auch klasse gewesen, wenn halt die Demo vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen geboten hätte. Vielleicht auch, dass man leveln könnte. Das wäre natürlich toll, aber wenn die Erfahrungspunkte leider immer resettet werden, ja, da kann man noch so viel leveln. Übrigens ist das auch das erste Mal, dass wir gegen einen Matrosen kämpfen. Also es scheint relativ viel in dieser Demo überhaupt drin zu sein. Also für eine Demo enthält sie relativ viel Kampfmechanik, muss ich sagen. Also früher hätten sich einige Spieler so viel gefreut, überhaupt so viel Spielinhalt zu haben. Wir fegen einfach jedes Pokémon von denen weg. Die Matrosen sehen richtig cool aus. Das muss man auch mal sagen. So, der nächste. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben Mega-Entwicklungen durchgeführt. Wir können aber nur eine während des Kampfes durchführen. Jo. Und viele andere Sachen noch, die es sicherlich noch zu entdecken gibt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man mit Latias und Latios mit Sicherheit auch irgendwo durch die Lüfte fliegen wird. Man hat auch dementsprechend schon Screenshots gesehen. Von daher kann ich mir denken, dass es auch aufgrund der vielen doch legendären Pokémon mittlerweile auch die Möglichkeit geben wird, legendäre Pokémon in den Lüften zu fangen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das wird wieder editionsabhängig sein. Also ihr werdet nicht alle legendäre Pokémon in einer Version fangen werden. Also sagen wir einfach mal, zum Beispiel, ihr habt Omega Rubin vorbestellt. Dann werdet ihr wahrscheinlich Lugia fangen können. Und umgekehrt wird es dann so sein, dass ihr in der anderen Version dann nur Ho-Oh fangen könnt. Also ihr braucht beide Versionen, um wieder alle Pokémon zu fangen. Das ist natürlich Nintendos typische Strategie, um sich dann wieder von beiden Spielen ein bisschen Gewinn zu erhoffen. Das werde ich aber nicht machen. Ich habe nämlich nur eine Version vorbestellt und ich werde euch nicht sagen, welche Version das ist, denn ich möchte die Spannung relativ hoch halten. Ihr seht's, wenn es draußen ist. Und spätestens vielleicht auch am Thumbnail. Dann kann man es nämlich vielleicht auch schon erkennen. So, der liebe Matrose ist auch weg vom Fenster und damit haben wir das Spezialtraining absolviert. Es war ja auch nicht so schwer wie der Experte vorhin. Der Experte war richtig hart. Also, wenn man da nicht hier die Typen, Schwächen, Resistenzen kennt von einem Pokémon, dann hat man ein gewaltiges Problem. Weil leveltechnisch ist man nämlich unterlegen. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. So, dann haben wir hier nochmal die nächste Mission gemacht. Und ich denke, hier könnte ich auch einen guten Schlussstrich ziehen. Das war die Demo-Version von Omega Rubin und Alpha Saphir. Es war mir eine Freude, sie zu spielen. Und wir sind gespannt, was uns noch alles in der Welt der Pokémon erwarten wird. In Zukunft und auch in Omega Rubin und Alpha Saphir. Ja, meine Damen und Herren, das war's dann. Ich würde mal sagen, hier war eindeutig die Nachricht, dass es dann doch zu Ende ist. Es gab aber auch wirklich viel Plot. Also es gab durchaus viel zu entdecken, was hier so von interessanten Personen abgesehen. Also man kann weiter auf Abenteuer aufbrechen und hier den Forscher erkunden und damit, glaube ich, mit Captain Bridge reden. Oh, das sind Arenaleiter. Hallo. Camillo ist echt unermüdlich. Sein Körperfettanteil zu reduzieren ist schwieriger, als ich dachte. Wenn man ein kontinuierliches... Was, wenn man ein kontinuierliches Getränk... Warte mal, was hat denn der immer gesagt? Ach, Ganzkörpertraining. Ach,
Ich habe irgendwas mit Getränk verstanden. Meine Güte. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Getränk gekommen bin. Wir schauen uns den weißen Felsen an. Und ich denke, das war's mit der Demo hier. Und mir war es, wie gesagt, eine Freude, mit euch zu spielen. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin weg und sage bis dann. Servus und ciao.